Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und ja, im letzten Video wurde angekündigt, dass ich jetzt auch Ameisenvideos drehe. Falls ihr nicht wisst jetzt, warum ich das mache, schaut euch das letzte Video an. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und genau. Im heutigen Video möchte ich meine Ameisenfarm kurz vorstellen. Dazu habe ich auch schon ein besseres Video hochgeladen auf dem YouTube-Kanal, auf dem ich damals Ameisenvideos hochgeladen habe. Dieses Video ist auch in der Beschreibung verlinkt, in dem ich besser meine Farm zeige. Ich hatte, glaube ich, damals aber noch nicht, also diesen Bereich vom, also dieses Nest eher gesagt, hatte ich damals noch nicht, glaube ich, aber diese Farm hier. Und ja, allgemein, falls ihr bessere Informationen wollt zu meinen Ameisen, schaut auf dem anderen Channel vorbei, auf dem ich jetzt nicht mehr hochlade, aber auf dem ich damals hochgeladen habe, falls ihr da genaues wissen wollt. Und falls ihr noch genau wissen wollt, warum ich jetzt aufgehört habe, auf dem anderen YouTube-Channel Ameisenvideos hochzuladen, schaut euch das letzte Video an, was in der Beschreibung verlinkt ist. Genau, ich möchte nur ganz kurz meine Ameisen vorstellen, für Leute, die einfach sich gar nicht mit Ameisen auskennen. Ja, ich habe eine Ameisenfarm. Ameisen kann man nämlich halten, zu Hause, ganz normal, wie jedes andere Haustier. Natürlich nicht jede Art, aber es gibt Ameisenarten, die man halten kann. Und ja, die ganze Farm hier steht auf einem Regal und das Regal ist recht weit oben. Deshalb muss ich, um zu filmen, auf meinem Bett stehen. Es ist relativ unschön. Vielleicht verstelle ich das mal, also dass ich die Farm ein bisschen weiter unten hinstelle, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich will nur, das Video ist nur ein kurzes Anker-Video, aber ist ja nicht so wichtig. Ja, hier ist der spannendste, nee, ist nicht der spannendste Bereich. Aber einer der Bereiche, eine Ameisenfarm, das ist der Bereich, das ist die Arena, nennt sich das. Hier haben die Ameisen Futter und Trinken. Ja, ich habe nämlich eine Kolonie, die heißt Mesobarbarus. Und die sammeln Körner, wie man vielleicht hier schon sieht. Hier können sie Körner nehmen und die verstauen sie dann in ihrem Nest. Und ja. Hier sieht man das Nest ein bisschen, leider nicht so gut. Da haben sie auf jeden Fall Gänge gebaut. Ja, die sammeln die Körner, damit sie die dann knacken können und, naja, weiterverarbeiten können. Und auch damit sie in der Winterruhe genug Körner haben, weil die müssen im Winter für ungefähr 3 Monate in die Winterruhe, also in einen kühlen Raum, zum Beispiel im Keller. Und ja, genau. Diese Ameisenart kommt aus im Süden von Europa, also ungefähr so, ja, Spanien, Portugal. Deshalb brauchen sie auch eine Heizmatte, wie man hier sieht. Ja, die ist tagsüber angeschaltet, damit es wärmer ist drin im Nest oder in der Arena, besser gesagt. Genau, hier hinten führt ein so ein Schlauch in das größere Nest. Das war ursprünglich gedacht, dass sie da vielleicht Körner reintun, weil sie nicht so viel Platz haben in der Ursch also in der in dem anderen Nest, was hier mit einem integriert ist. Aber das benutzen sie jetzt momentan fast gar nicht. Ja, ich muss sagen, das war's mit dem Video schon, weil ich, ja, ich möchte nur kurz einfach, vielleicht, dass mich vielleicht so einen kleinen Einblick, dass ihr einen kleinen Einblick kriegt in meine Ameisen. Schaut euch Ameisen-Videos auf meinem anderen Channel an, falls ihr noch genauere Videos, also Infos zu meinen Ameisen sehen wollt. Ja, übrigens ist das Ganze noch auf ein paar Büchern, damit sie da hinten auch gut hochkommen, weil sonst etwas zu steil wäre. Ja, ich denke, das war es wirklich schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich mit einem Hamster-Videos. Ameisen-Videos kommen jetzt nicht so richtig häufig. Ja, tschüss.